mit ganz besonderer Feinabstimmung. Seit Jahren bietet der CSIO St. Gallen den Para-Equestrian-Ridern eine Fläche, um ihre Form des Reitsports vorzustellen. Wir haben mit Para-Rider Matthias Klausner über die Besonderheiten bei seiner Arbeit mit den Pferden gesprochen. Ja, es ist halt ein Lebewesen, kein Sportgerät. Das muss ich immer wieder sagen, das ist ganz wichtig. Ich bin ja auch noch Reittherapeut, also ich arbeite auch mit behinderten Menschen, also auch mit geistig Behinderten. Und für mich war das schon sehr einschneidend, weil ich einen Bühnenberuf hatte früher und mich natürlich viel bewegt habe und sehr sportlich war, dass ich dann erst gar nicht mehr gehen konnte, zum Beispiel, oder? Ich konnte gar nicht mehr gehen, nur mit Gehhilfen. Und das Pferd, da kann man natürlich schnell durch die Gegend galoppieren, auch wenn man eigentlich selber sich nicht mehr so schnell bewegen kann. Und das gibt natürlich sehr, sehr viel Lebensqualität. Das ist unglaublich schön, oder? Ja, bei mir jetzt ist das linke Bein durch einen Unfall gelähmt. Und deswegen kann ich das eigentlich fast gar nicht gebrauchen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Schenkelweichen nach rechts mache, dann muss ich das mit der Gerte halt das Pferd trainieren, dass es auf leiseste Gertenhilfen reagiert. Ich habe jetzt gerade als Beispiel eine sehr, sehr hochveranlagte Württemberger Stute. Die hat zwar Bewegungen, um wirklich vorne mitzureiten, aber ich kann sie noch nicht normal verladen. Und ich kann auch noch nicht normal ausreiten. Also ich muss diese Dinge erst trainieren. Und es kann auch sein, dass es nicht geht, oder? Bei uns müssen die Pferde wirklich sehr zuverlässig sein. Weil ich kann auch nicht 3, 4 Pferdepfleger mitnehmen. Und die müssen wirklich zuverlässig sein. Und das heißt, wir müssen sehr, sehr ehrlich trainieren. Und wenn es halt nicht geht, eben wenn sich jetzt die Stute in einem halben Jahr noch nicht verladen lässt, so, also dass es nicht gefährlich ist, dann muss ich mir ein anderes Pferd suchen. Das ist ja sowas, von wo man auch ein bisschen davon träumt, oder? Wenn durch so eine schöne Bewegung, und das Pferd hat natürlich unglaublich, bewegt sich unglaublich schön, oder? Und das gibt einfach ein Glücksgefühl. So kann man das beschreiben. Auch wenn man jetzt bei großen Turnieren natürlich auch Angst hat, oder man denkt, oh Gott, was habe ich mir da eingebrockt? Diese ganze Arbeit, und ich habe wirklich immer sehr Angst. Aber wenn man dann geritten ist, geht es einem besser. Und das ist auch der Grund, das dann zu machen, oder? Es geht einem viel, viel, viel besser, wenn man geritten ist.